Meine lieben Geschwister, jeder von uns wird im Laufe seines Lebens von verschiedenen Sorgen eingeholt. Seien es familiäre Sorgen, berufliche oder private Umstände, die einem bis zum Kopf steigen. Egal was für Sorgen du hast, Allah subhanahu wa ta'ala hat die beste Antwort für dich und für mich. Damit wir nicht traurig werden, damit wir nicht schwach werden und vor allem, damit wir nicht depressiv werden. Ja, Depression, eine Volkskrankheit. Weil Menschen nicht wissen, wie sie mit all ihren Sorgen und Problemen umgehen sollen. Weil sie nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn es ihnen schlecht geht. Aber Alhamdulillah, Alhamdulillah, wir Muslime haben den Koran. Und dieser Koran ist eine Heilung für die Herzen der Menschen. Eine Rechtleitung aus den Finsternissen der Sorgen und Trauer. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Sprich, nichts kann uns treffen außer dem, was Allah uns bestimmt hat. Er ist unser Beschützer und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Lieber Bruder, liebe Schwester, diese Sorgen, die du hast, diese Trauer, die du hast, dahinter steckt der Plan deines Beschützers. Er hat es für dich bestimmt. Das ist deine Prüfung und deine Herausforderung. Vielleicht bekommst du dafür das Paradies. Allah prüft doch nur diejenigen, die er liebt. Warum bist du also traurig? Ein Muslim, der in Allahs Plan vertraut, seine Sorgen werden ihn niemals zurückwerfen. Er wird sich ständig daran erinnern, dass es Allahs Plan ist und ihn nichts treffen wird. Außer das, was sein Beschützer für ihn bestimmt hat. Selbst wenn deine größten Feinde dir Unrecht antun wollen, passiert es nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala es zulässt. Und wenn er es zulässt, dann muss ich auf ihn vertrauen und mich ihm zuwenden. Allah ist mein Beschützer. Er ist derjenige, der mich erschaffen hat, mich Tag und Nacht versorgt hat und weiß, was gut und schlecht für mich ist. Warum also die Trauer? Liebe Geschwister, Tawakkul ist eine Lebenseinstellung. Eine Einstellung, die nur ein Muslim haben kann. Aber nicht einfach jeder Muslim, sondern ein Muslim, der eine starke Bindung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat. Also ständig Allah in Gedanken hat und sich immer an ihn erinnert. Wenn du dich bemühst, eine Sache zu erreichen und am Ende diese Sache nicht bekommst, kein Problem. Allah hat es für dich nicht bestimmt. Er hat einen besseren Plan für dich. Und wieso er es nicht für dich bestimmt hat, das weiß nur er, subhanahu wa ta'ala. Sei nicht traurig. Spätestens am jüngsten Tag wirst du es erfahren. Angenommen, du willst heiraten, aber es klappt immer wieder nicht. Sag Alhamdulillah und vertraue auf Allah. Denke gut von Allah. Werde nicht traurig. Denn vielleicht hat Allah etwas Besseres für dich bestimmt. Wenn nicht in dieser Dunya, dann aber in Akhira. Tawakkul wird deine Perspektive auf die Ereignisse und Ergebnisse, die dich treffen, ändern. Möge Allah uns das richtige Verständnis über Tawakkul geben, so dass wir in Allahs Plan vertrauen und nicht trauen. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Uns genügt Allah und er ist der beste Anwalt.